Es gab sehr viele Ankündigungen und heute schauen wir uns diese mal an. Ja, es gibt sehr viele Ankündigungen, um genau zu sein, echt eine ganze Menge Infos zu Turnieren, aber auch Produkten oder auch Events. Und ich würde sagen, schnacken wir nicht lang, fangen wir gleich an, und zwar die Nationals. Die Nationals wurden bekannt gegeben, wann sie sind. Um genau zu sein, ist Niederlande, Österreich und Deutschland bekannt gegeben worden. Wir haben hier einmal Österreich in Salzburg, 11. und 12. April. Ja, ganz nice. Dann direkt danach ist Bochum mit 18. und 19. April, Leute. Eintrag im Kalender, 18. und 19. National Germany in Bochum. Bochum kennt man ja als Location, ist eine sehr bekannte Location, kann man auf jeden Fall machen. Dann 2. und 3. Mai ist dann eben dementsprechend in den Niederlanden. Ja, das sind soweit die Infos zu den Nationals, jedoch sind das nicht alle Infos. Denn es ist schon bekannt, welche Playmat die Top-Card-Matte sein wird, und zwar diese hier. Ja, wir sehen hier den, das Link-Monster von den flammenden Schwertkämpfer. Und wir sehen hier mit Zonen, sehr interessant, kann man machen auf jeden Fall. Sieht von Artwork gar nicht so schlecht aus, sieht eigentlich sogar sehr episch aus. Ist aber natürlich, eher so eine Retro-Playmat als eher so eine aktuelle. Ebenfalls gibt es Neuigkeiten zu der Europameisterschaft, um genau zu sein, zu den Regionals selber. Und zwar, wir haben hier einmal die Veranstaltung zu den Regionals, das heißt, es wurden jetzt alle Regionals veröffentlicht, die quasi existieren werden, die man zu der Europameisterschaft braucht, also beziehungsweise bis zur Europameisterschaft. Wir sehen hier natürlich nur alle von 2019, das sind die alten. Aber wenn ihr seht hier schon 2020, da sehen wir hier schon 11. Januar, das ist auch schon in der Vergangenheit, aber hier 8.2., 8.2., 15.2. und das geht eben hoch bis zum April, bis zum Mai, eben bis halt die Europameisterschaft ist. Das sind alle Regionals, das heißt, wenn ihr bei der Europameisterschaft teilnehmen wollt, müsst ihr einen dieser Stores oder bei den Hauptevents hoch genug kommen und eben euch eine Quali sichern, um dann bei der Europameisterschaft teilzunehmen. Ebenfalls gibt es eine Veränderung, und zwar der Preis. Der Preis ist das hier, um genau zu sein. Ihr kriegt eine exklusive Playmat, das war ja schon immer so, und eine Deckbox, die sogar ein Würfelfach hat. Ist schon ziemlich geil. Und ja, das ist die Playmat hier halt, und das ist halt die Deckbox. Und wir ebenfalls Vergleich, falls die Leute nicht wussten, das sind die Playmats. Wir hatten erst Appaloosa, gibt es halt nicht mehr. Dann war IP die Playmat und jetzt halt eben die Adnista. Ja, also jetzt muss man natürlich sagen, ne, so, ja, so Appaloosa IP waren schon schöner, aber sie macht trotzdem irgendwie was her und ist halt jetzt aktuell die Regional Top Card Matte. Ebenfalls neu ist nicht nur, dass wir jetzt wissen, welche Matten es gibt oder welche Stores ihr jetzt gibt. Nein, es ist auch das Datum bekannter Europameisterschaft. Und zwar 11.12. Juli 2020 in Polen, in Krakau. Ja, das sind die Fakten, das sind die Zahlen. Dann wird die Europameisterschaft sein. Wenn ihr dort Zeit habt, ja, jetzt könnt ihr schon buchen, beziehungsweise euch freihalten. Ist halt in Polen natürlich nur buchen, wenn ihr eine Quali habt. Denn hier muss man halt teilnehmen mit einer Qualifikation. Wie gesagt, man muss bei einer Regional gewisse Platzierungen erreichen oder bei einer YCS oder bei einer National eine entsprechende Platzierung kriegen. Und bei YCS kann man übrigens auch Mega-Regionals teilnehmen. Also es sind auch Regionals, wo man halt mit dann eine Quali bekommt. Ja, das sind jetzt erstmal so die ganzen Infos. Ist sehr wenig auf den ersten Blick, aber doch sehr viel. Wir haben die Nationals, wir haben die Top-Card-Matten, die Top-Card-Matte für Regional und für halt auch die National. Wir haben das EM-Datum, also sehr viele Infos. Man kann jetzt sehr schön planen für die Turniere. Und falls ihr planen wollt und dieses Wochenende noch nichts vorhabt, dieses Wochenende gibt es ein Event, und zwar ein Duel Links Invitational Tournament. Es sind 12 Duellanten aus Europa eingeladen. Hier seht ihr sie einmal ausgelistet. Auch Deutschland ist vertreten mit 3 Spielern, und zwar einmal die Rocket Beans, Card Journalist und Schattenspieler. Ja, die werden halt Deutschland vertreten, und ihr seht hier Frankreich, Italien, Spanien. Und natürlich, England ist ebenfalls dabei. Das Ganze wird auch gelivestreamt auf den offiziellen Konami-Channel. Also könnt ihr da vorbeischauen einfach. Ich packe euch mal die Links zu allem hier in dem Video nach unten. Also Links zu den Regionals und auch hier eben zu diesem Livestream. Ja, das soll es dann von uns heute gewesen sein. Ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag und bis bald!